ich hatte keinen Schiss oder so vor dem Ende der Schule. So, also es gab ja viele, die dann so, was soll ich denn jetzt machen und keine Ahnung und so. Und ich wusste immer, ich wollte Musiker werden. Und für mich war die Frage nie, was ich mache, sondern wie ich es mache. Ich komme eher aus dem Rockbereich. Mein erstes Instrument ist Gitarre auch gewesen. Ich habe also als Gitarrist in vielen, vielen Bands gespielt und am Ende dieser Phase auch so halb Gitarre, halb Synthesizer gespielt. Und ich bin sozusagen nicht mit Techno groß geworden, sondern im Gegenteil. Es war damals, als ich noch so richtig Gitarrist in einer Rockband war, war das natürlich fast schon eher so der Feind, kann man fast sagen, so die programmierte Musik mit der geraden Bassdrum. Also ich konnte anfangs damit überhaupt nichts anfangen und habe aber in den 90ern, so ab 93, 94, 95 ging das los, dass ich mich generell für moderne elektronische Musik interessiert habe. Nur war das in dem Fall eher Breakbeats und Trip-Hop und so weiter. Also die Schnittstelle war eher so Rock, Funk, Jazz, Acid Jazz, Trip-Hop, Breakbeats. So bin ich dazu gekommen, elektronische Musik zu machen oder mich auch dann für Synthes und Sampler und so weiter zu interessieren. Damals eher so mit irgendwie Portishead und Massive Attack, Conan Dorfmeister, so das war so das Mitte der 90er, was mich interessiert hat. Und ich bin dann Ende der 90er bin ich nach Berlin gezogen, ich glaube 99 war das, und hier war die gerade Bassdrum einfach nicht, also man konnte ihr nicht aus dem Weg gehen sozusagen. Und ich wollte es auch nicht mehr dann. Ich habe angefangen, Deep House zu produzieren, oder was man damals als Deep House verstanden hat. Das, glaube ich, die Definition ist vielleicht ein bisschen anders als heute so. Aber das war anfangs auch sehr Jazz beeinflusst, sage ich mal. Also so Saint-Germain, Metro Area, Masters at Work, der Deep House, der sehr viel auf Fender Rhodes Piano und live gespielten Bass und Percussions und so weiter gesetzt hat und vielleicht teilweise fast so einen Bezug zu Disco auch und so weiter hatte. So, das ist das, was ich anfangs im Bereich der geraden Bassdrum gemacht habe, und klar bin ich damals auch viel ausgegangen und auch in Techno-Clubs gegangen und so, aber das war jetzt damals noch nicht so, dass sich so mein musikalisches Leben so komplett darum gedreht hätte, würde ich sagen. Und als ich dann angefangen habe, wieder Musik zu produzieren, nachdem ich also wirklich dann über ein Jahrzehnt mit vielen Größen dieser Underground-, House- und Techno-Szene auch zusammengearbeitet habe und da natürlich auch über die Jahre sich bei mir bestimmte Vorlieben und so rauskristallisiert haben, war mir dann schon klar, ich will auf jeden Fall mit der geraden Bassdrum arbeiten. Ich möchte perspektivisch auch live spielen. Ich sehe mich nicht als DJ, aber war dann klar, dass ich es live machen würde. Und mir war auch klar, dass ich nicht da wieder anfangen würde, wo ich damals aufgehört habe. So, also dieses Thema organischer, jazzy, Deep House, das war für mich dann auch abgehakt. Das fand ich spannender sozusagen, wirklich Musik zu machen, die durch und durch elektronisch ist. Im Grunde würde ich sagen, dass diese ganze Szene, die ja im Prinzip auch, wenn man so will, aus Minderheitsbewegungen irgendwie kommt, wenn man irgendwie nach Detroit und Chicago guckt und so weiter. Also das ist schon eine sehr, sehr inklusive Szene, die vielleicht teilweise ein bisschen auch, klar, vielleicht ein bisschen zu idealistisch sich gibt und am Ende dann doch ein Business und eine Industrie ist, wie alles andere auch. Da kann man lange drüber diskutieren. Ich finde, dass es da einen Geist gibt, der vielleicht heute teilweise in der Industrie, die das auch geworden ist, teilweise ein bisschen zu sehr verloren geht. Aber hier und da kann man den noch spüren, und das ist was, was ich auf jeden Fall auch immer machte. Natürlich kann man sagen, dass die Musik schon
immer wieder nach den gleichen Mechanismen funktioniert. Breakdowns und Spannungsaufbau und Drops und gewisse Momente, die da entstehen. So dass, also der Mechanismus und die Stoßrichtung der Musik sozusagen, das ist überall das Gleiche. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz große regionale Unterschiede weltweit, würde ich sagen, wie das wahrgenommen wird, was ganz, ganz verschiedene Ursachen hat. Jetzt zum Beispiel hier in Berlin ist natürlich eine unglaubliche Sättigung da und eine unglaubliche Erfahrung, was das betrifft, und eine unglaubliche Kenntnis diversester Unterströmungen. Und teilweise ist es vielleicht schwer, Leute für was irgendwie Neues zu begeistern, weil einfach diese Sättigung so fortgeschritten ist. Und das ist in anderen Teilen der Welt natürlich anders, wo sich in den letzten Jahren erst eine Szene etabliert hat oder die sich dabei ist zu etablieren oder so. Und es ist ganz interessant, weil selbst in den USA, wo ich jetzt auch seit Corona viel gespielt habe wieder, wo man ja letztlich sagen muss, diese Musik auch irgendwie herkommt, wir aus Europa vielleicht gerade in einer gewissen Weise auch dabei sind, das auch wieder zurückzubringen. So vielleicht ein bisschen im Fahrwasser von dieser EDM-Bewegung, die ja, extrem Mainstream ist und wo aber sich dann Möglichkeiten so im Underground-Bereich auftun und wo das teilweise Erlebnisse sind, so die man vielleicht vor 25 Jahren in Berlin oder Frankfurt oder so gehabt hätte. Also letzten Sommer in so eine halblegale Warehouse-Party in Downtown L.A. gespielt, so, wo dann einfach eine Anlage in einem alten Warehouse stand und an der Seite irgendwie so ein Tapeziertisch mit Drinks und die Leute, also eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung erst genau erfahren haben, wo das ist und so weiter, und dann einfach auch keine Bühne, die irgendwie erhöht ist, sondern alles irgendwie einfach auf dem Boden und minimales Licht, und also wo das jetzt nicht darum ging, dass da irgendwie so eine Instagram-Crowd irgendwie die Telefone hochhält die ganze Zeit, sondern die Leute wirklich für die Musik kommen und spätestens ab der zweiten, dritten Reihe auch niemand mehr mich sehen kann, weil einfach Leute davor stehen und so weiter. Oder auch in El Paso, in Texas, an der Grenze zu Mexiko, was jetzt weit ab vom Schuss ist, auch für USA-Verhältnisse, aber was ein ganz toller Club und eine ganz tolle Crowd war, mit Leuten, die auch tatsächlich größtenteils aus Mexiko rüberkamen für die Show, und wo man wirklich so ein Underground-Feeling hat und so das Gefühl hat von so Szenen, die sich gerade so kristallisieren und entwickeln, und also sowas kann man selbst in den USA erleben. Und dann Südamerika ist natürlich sowieso, also der Enthusiasmus, gerade jetzt für den Sound, den ich mache, zum Beispiel in Argentinien, das ist gigantisch. Also wo ich Clubs ausverkaufe, die ich in Europa in der Größenordnung nicht ausverkaufen würde, so, weil die Leute einfach unglaublich auf diesen Sound stehen, oder auch Kolumbien, wo es total Spaß macht zu spielen. Und Indien ist ganz toll, finde ich, weil die Leute unglaublich enthusiastisch sind und sich auch mit der Musik gut auskennen und auch den Leuten wichtig ist, dass es zum Beispiel Künstler sind, die Releases haben, die sie interessant finden. Also klar, vielleicht gibt es auch eine Fire-Crowd, die einfach nur ausgehen will, aber es gibt auch Leute, die wirklich für bestimmte Künstler dann kommen, weil sie die Tracks mögen und so. Und das, also das ist weltweit unterschiedlich, aber total, total spannend. Als ich angefangen habe, das auf die Beine zu stellen, vor ziemlich genau 4 Jahren, mit dieser Reputation, die ich aus dem Studio habe, und auch so dieser Vorgeschichte, die ich habe mit diesen ganzen Synthies, und auch mit dieser Vorgeschichte noch viel länger als Gitarrist zum Beispiel, wo für mich Musik machen immer mit richtigen Instrumenten zu tun hatte, war mir klar, ich kann da nicht so große Kompromisse machen mit dem Equipment, wenn ich live spiele. Ich möchte, dass das gut klingt, und ich möchte nicht, also ich verstehe das sehr gut, auch mit der Erfahrung von jetzt viel mit dem ganzen Zeug getourt zu sein, warum Leute sagen, egal was ich mache, es muss ins Handgepäck passen.
Das hat immense Vorteile. Das heißt ja natürlich, dass man einfach bestimmte kleine Plastikboxen mitnimmt und keine großen Moog-Synthesizer aus Holz und Metall und so weiter. Und ich habe für mich einfach immer noch das Gefühl, also es ist saumäßig anstrengend, diese beiden großen Cases um die Welt zu schleppen, buchstäblich. Aber für mich führt da nach wie vor eigentlich kein Weg dran vorbei, weil also da bin ich zu sehr Musiker mit dieser Erfahrung, mit richtigen Instrumenten auf der Bühne zu stehen, als dass ich bis jetzt es irgendwie geschafft hätte, mich an irgendeine kleine Plastikversion von einem richtigen Instrument zu gewöhnen, was mir dann in der Situation irgendwie auch gereicht hätte. Es gibt eben auch hier und da Clubs auf der Welt, die das Thema Sound unglaublich ernst nehmen und im Prinzip teilweise fast, also wo der Sound in der Booth besser ist als in vielen der legendären Tonstudios, in denen ich weltweit schon war, zum Beispiel auch. Und also wirklich ganz, ganz toll und ganz faszinierend. Also für mich ist da Nordstern in Basel in der Schweiz ist für mich ganz weit vorne und jetzt auch Stereo in Montreal in Kanada, wo ich jetzt vor 2 Wochen gerade gespielt habe, ist, also es war auch ein Traum von mir, seit ich angefangen habe zu spielen. Man spielt auch anders, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wirklich in so einem dreidimensionalen, tollen Sound aufzugehen, als wenn man irgendwie einen plärrigen Monitor auf der Seite irgendwo hat und nicht mal zwei und nicht mal einen Subwoofer in der Booth, was auch hier und da vorkommt. Wenn man den Anspruch jetzt hat, dass immer alles so klingt wie bei sich selber im Stuhl, also das geht natürlich nicht. Man muss abliefern mit dem, was man hat. So, das geht, glaube ich, generell.